Wenn man von der 6. in die 7. Klasse wechselt, muss man sich Gedanken über seine zukünftige Schule machen. Die Entscheidung der zukünftigen Schule dürfte für die meisten die größte Hürde zum Überwinden sein. Deshalb haben wir, die Schüler der Fichtenberg-Oberschule, uns vorgenommen, euch diese Entscheidung zu erleichtern. Mit um die 800 Schülern und ca. 150 Bewerbern jedes Jahr sind wir einer der begehrtesten Schulen Berlins. Diese 800 Schüler werden auf zwei Gebäude verteilt. Zum einen die MEP, welche als Abkürzung für modularer Ergänzungsbau steht. In dieser werden die 7., 8. und 9. Klassenstufen untergebracht und das Hauptgebäude, in der die 10. Klassenstufe untergebracht ist. Die MEP ist momentan unser jüngstes Gebäude. Es besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 4 Klassenzimmern mit einem guten Ausblick auf den Schulhof und den Sportplatz. Außerdem wird stark auf die Hygiene aller Zimmer geachtet, besonders auf die der Toiletten. Direkt neben der MEP befindet sich der große unserer 2 Sportplätze. Mit einer 75 Meter Sprintbahn, mit jeweils 2 Basketballkörben und Fußballtoren und einer Kugelschussanlage und Weitsprunganlage. Dies ist das Hauptgebäude, das Herzstück der Fichte. Dieses Gebäude besteht aus 2 Teilen, dem Nordflügel und dem Westflügel. Im Erdgeschoss des Nordflügels befindet sich das Foyer. Das Lehrerzimmer. Das Sekretariat. Und die Cafeteria. Ein Stockwerk höher befinden sich die Klassenzimmer der Jahrgangsstufe 10 und die Bibliothek, in der die für die Schule benötigten Bücher und viele diverse andere Bücher wie Romane, Comics und Literaturen ausgeliehen werden können. Der Westflügel wird momentan neu gebaut und renoviert. Für mehr Informationen, was genau gebaut wird und was die Schüler in den nächsten Jahren erwarten wird, dazu könnt ihr euch ein gesondertes Video auf der Schul-Homepage angucken. Wir haben für andere Bereiche der Schule jetzt ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr Näheres über die Schule erfahren wollt, könnt ihr euch gerne die weiteren Videos auf der Schul-Homepage angucken. Wir hoffen, dass wir euch auf der Fichte wiedersehen werden.